Die Nachfrage nach Corona-Impfung ist noch vor kurzem fast zum Erliegen gekommen. Jetzt, mit den steigenden Infektionszahlen, können sich die Hausärzte vor Anfragen kaum retten. Hier in Speyer folgt ein Peaks auf den anderen. Wir merken jetzt gerade, dass es wieder deutlich anzieht, dass wieder mehr Patienten mit einem Impfwunsch kommen, insbesondere nach einer Boosterimpfung. Wir haben jetzt wieder viel mehr Termine, die wir vergeben, und wir haben uns jetzt auch darauf eingestellt, gerade in den nächsten Wochen, dass wir wieder mehr Zeit und Personal darauf verwenden müssen, diese Impfungen durchzuführen. Das liegt auch an den alarmierenden Worten, die aktuell die Politik wählt, wie heute auf der Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern. Die vierte Welle ist schon länger da, das sagen wir auch schon länger. Wir merken aber jetzt, dass diese vierte Welle mit voller Wucht kommt, dass sie deutlich an Fahrt aufgenommen hat. Mit Rekordinfektionszahlen. Aktuell lassen sich vor allem ältere Menschen über 70 zum dritten Mal impfen, so wie es auch die Ständige Impfkommission empfiehlt. Bald könnte es für die Hausarztpraxen nach den Entscheidungen der Minister noch deutlich stressiger werden. Also, dass es so einen Unterschied macht, einen so klaren auch, um eine Welle zu brechen, ist ja eine Erkenntnis, die wir erst seit wenigen Tagen, Wochen haben. Das sollten wir aber jetzt auch nutzen, diese Erkenntnis, indem wir eben mehr Tempo bei den Auffrischimpfungen machen. Boostern nach 6 Monaten sollte die Regel werden, nicht die Ausnahme. Um den steigenden Neuinfektionen Herr zu werden und Intensivstationen zu entlasten, haben die Gesundheitsminister weitere Schritte eingeleitet. Testpflicht in Altenheimen, strengere 3G-Regeln. In Regionen mit hohem Infektionsgeschehen kann sogar 2G gelten. Die Länder können die Impfzentren reaktivieren. Das würde eine immense Entlastung für die Hausarztpraxen, wie auch hier in Speyer, bedeuten. Denn bereits jetzt kommen zwischen 10 und 13 Millionen Bürger für eine Boosterimpfung in Frage. Die Minister haben einen neuen Kurs in der Corona-Pandemie präsentiert. Doch was sagen die Mediziner dazu? Meine Kollegin Sophia Haag hat mit Dr. Georg Christian Zinn gesprochen. Spitzenpolitiker, darunter auch Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, warnen vor einer Lockdown-Debatte, sollte man die Infektionszahlen nicht in den Griff bekommen. Herr Dr. Zinn, wie ernst ist die Lage denn? Ja, aus meiner Sicht ist die Lage ziemlich ernst. Wir haben massiv steigende Infektionszahlen, wir haben steigende Todesraten. Wir müssen mit großer Macht gucken, dass wir diese vierte Welle jetzt brechen, wenn es dafür nicht schon zu spät ist. Wäre eine bundesweite 2G-Regelung denn eine Lösung, um die Fallzahlen wieder runterzubekommen? Aus meiner Sicht eher nein. Wir müssen nur nach Frankreich, nach Italien sehen. Die haben eine 3G-Regelung, haben sogenannte Gesundheitspässe. Jeder Geimpfte kann arbeiten, jeder Ungeimpfte muss sich regelmäßig testen lassen, auch vor der Arbeit. Das wäre eine Möglichkeit. Andererseits ist die große Frage, ob es dafür nicht zu spät ist und ob wir nicht gegebenenfalls mal über die Impfpflicht nachdenken müssen. Gesundheitsexperten fordern nun, dass Risikogruppen schnellstmöglich geboostert werden sollten. Wie ist Ihre Meinung dazu? Hat die Politik die Auffrischungsimpfungen möglicherweise auch verschlafen? Ja, ich glaube, wir alle haben da uns viel zu viel Zeit gegeben. Und man muss ganz klar sagen, wir wissen seit dem Sommer, dass die Israelis mit diesen Boosterimpfungen ihre dritte Welle gebrochen haben, viele Krankenhausaufenthalte damit vermieden haben, viele Todesfälle. Und wir müssen jetzt mit Hochdruck dran gehen, unsere alten Kranken, die wir zuerst geimpft haben, schon Ende letzten Jahres zu impfen und wieder zu impfen und zu boostern. Das ist eine ganz, ganz große Aufgabe. Und wir müssen da jetzt wirklich viel Kraft reinsetzen, dass die Boosterung für alle erfolgt, aber auch dann für wahrscheinlich alle Bevölkerungsteile. Vereinzelt werden jetzt auch Forderungen laut nach einer Impfpflicht für Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen. Wäre das sinnvoll oder sind wir da nicht schon zu spät dran? Also wir müssen darüber diskutieren, wenn dann aber bitte für alle medizinischen Einrichtungen vom Chefarzt bis zum Reinigungsdienst oder gegebenenfalls sogar für die ganze Bevölkerung, weil wir sehen, dass wir momentan wieder in die wirklich ganz, ganz schwere Winterzeit hineinsegeln. Aktuelle Einschätzung von Dr. Zinn. Vielen Dank.